Hallo, hier ist der Christian von Speedheads TV. 300 PS, nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das ist der stärkste Serien-Seat aller Zeiten. Der Seat Leon Cooper 300 besitzt dazu einen Allradantrieb. Der ist allerdings nur dem Kombi vorbehalten. Und den werde ich jetzt testen, um herauszufinden, was er tatsächlich drauf hat und ob er auch Schwächen besitzt. Viel Spaß bei dem Video. Der Cooper, der fühlt sich richtig schnell an. Das ist auch kein Wunder. Für den Antrieb sorgt ein 2 Liter großer 14er Turbo-Benziner mit 300 PS. Das sind nur 10 PS weniger als der neue VW Golf R-Variant. Dazu kommt dann noch ein Maximaldrehmoment von 83 Newtonmetern. Und die liegen über ein sehr breites Drehzahlband von 1800 bis 5500 Touren an. Der Golf R-Variant bietet zwar auch 380 Newtonmeter, aber nicht über so ein derart breites Drehzahlband. In Kombination mit dem Allradantrieb und einem 6er Doppelkupplungsgetriebe spurtet der Cupra in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das ist gerade mal ein Hundertstel langsamer als der Golf R-Variant, der allerdings ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe besitzt. Man ist auch beim Spurt von Herausbesteuerung aus dem Stand heraus, da spürt man regelrecht, wie sich dann die Räder in den Asphalt krallen. Und dadurch bedingt ist der Kombi auch fast eine Sekunde schneller als der frontangetriebene Leon Cooper 300. Beim Vortrieb ab 1800 Touren, da geht er richtig ab. Da beginnt er mit seinem Spurtvermögen und seiner Leistungsentfaltung so richtig und zieht dann auf über 6000 Touren hoch. Das ist eine richtig tolle, saubere, kräftige Kraftentfaltung. Das macht richtig Laune. Und dann auch bei ungefähr 4000 Touren merkt man auch nochmal, dass er nochmal deutlich schonungsloser zu Werke geht. Aber er ist ja nicht nur schnell geradeaus und die 10 PS zum Vorgänger, die spürt man nicht wirklich, umso mehr aber den Allradantrieb. Und der Allradantrieb, der ist so ausgelegt, dass er im Endeffekt, wenn hinten hinter den Hinterrädern Schlupf auftritt, dann kann das System blitzschnell die Kräfte nach hinten leiten und dann wieder einfach die optimale Traktion herzustellen. Im Extremfall sogar bis zu 100%. Dazu gibt es dann noch eine mechanische Differentialsperre und die bewirkt, dass in flott durchfahrenden Kurven, da werden dann die kurveninneren Räder verlangsamt, die Momente werden an die kurvenäußeren Räder übertragen, also Stärke übertragen, und dadurch bedingt ist dann der Cupra noch agiler in Kurven. Und man merkt es auch vor allen Dingen am Kurvenausgang, da wird dann die Kraft, wenn man dann wirklich aufs Gaspedal richtig fett aufdrückt, dann wird die Kraft, die Performance auf alle vier Räder übertragen. Und der 4WD Cupra, der fährt seine Linie sauber weiter. Und im Unterschied zum Fronttriebler merkt man dann schon, dass der dann am Kurvenausgang ja, ein bisschen um Kraftung kämpfen muss, wenn man es sehr, sehr schnell angeht. Und für einen Fronttriebler ist der Cupra 300 dennoch wirklich sehr gut ausgelegt. Aber der Allradantrieb, der hat seine Nase vorne. Beeindruckend finde ich beim Leon ST Cupra diesen Mix aus Performance, Komfort und viel Platz. Ist eigentlich das ideale Familienauto. Für Geschwindigkeitsköpfe natürlich. Und zwar das Fahrwerk. Es besitzt zwar auch wenig Seitenneigung in Kurven, aber auch einen sehr hohen Restkomfort. Das heißt also, wenn man mit der Familie verreist oder längere Fahrten unternimmt, nach 5 Stunden Fahrt, man steigt immer noch entspannt aus. Das war bei anderen Kompaktsport damit ein ultra hart ausgelegten Fahrwerk ganz anders. Allerdings muss man auf eine Sache aufpassen beim Cupra.
da, wenn er rund hinter dem Kofferraum sitzt und man gibt zu viel Gas, muss man wirklich mit Vorsicht genießen, damit nicht der Hund dann gegen die Heckscheibe knallt. Also Vorsicht! Erfreulich ist auch, dass sich die elektronische Stabilitätskontrolle schön zurückhält. Das heißt also, der Fahrspaß, der wird nicht eingebremst. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch das ESP komplett ausschalten in zwei Stufen. In der ersten Stufe wird die Traktionskontrolle deaktiviert und in der zweiten Stufe das ESP komplett. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, Seat verpasste dem Cupra mehr Power und neu abgestimmtes Fahrwerk. Aber die Lenkung, die ist grundsätzlich sehr direkt und präzise. Allerdings besitzt sie in der Mittellage so ein kleines, leichtes Spiel, fühlt sich etwas künstlich an. Das könnte man eigentlich mit einem Software-Eingriff verändern. Und das DSG-Getriebe. Wenn es jetzt zum Beispiel 60-70 km/h fährt, ich mach's mal eben, vielleicht bekommt man es im Video auch mit. Jetzt gebe ich das ganz plötzlich und kräftig, drücke ich jetzt das Gas durch. Das heißt, in diesem Fall, dann, wenn man das macht, dann gibt es so eine kleine Verzögerung, als ob das DSG-Getriebe gerade nach dem richtigen Gang sucht. Und das könnte man für meinen Geschmack auch nochmal verbessern. Komfort trägt natürlich auch die adaptive Fahrwerksregelung DCC bei. Die besitzt 4 Fahrmodi. Das sind Komfort, Sport, Individual und Cupra. Und die wirken sich aus auf die Dämpfung, die Gaspedalannahme, die Schaltcharakteristik im Automatikmodus und die Gewichtung der Lenkung. Komfortmodus, wie schon der Name sagt, der ist ideal zum Cruisen, über die Autobahn, über die Landstraße, einfach zum Reisen. Auf der anderen Seite der Cupra-Modus, man merkt sofort, wie die Dämpfung straffer wird. Die Gewichtung der Lenkung nimmt zu. Und vor allem Schaltcharakteristik und Gaspedalalarme sind schärfer. Also kurz gesagt, das Auto schärft sich und ist einfach ein deutlich direkteres Fahrgefühl. Und das trägt natürlich wiederum im Cupra-Modus zum richtigen Fahrspaß bei. Und nun zum Innenraum. Als erstes möchte ich auf die Sitze zu sprechen kommen. Die sind richtig bequem und bieten gleichzeitig, wenn man es mal richtig krachen lassen möchte, einen tollen Seitenhalt in scharf durchfahrenden Kurven. Und auch die Verarbeitung im Material ist wirklich toll. Ich zeig's euch mal. Und zwar haben wir hier eine richtig schöne Kombination aus Leder, Alcantara und hier ist dann auch noch Carbonleder. Das sieht richtig gut aus. Und dazu Raumverhältnisse sind natürlich auch gegeben. Vorne können es sich locker 2 Meter große Person bequem machen und auf den Rücksitzen, da passen auch nochmal 1,95 Meter große Mitfahrer rein. Dann das Cockpit. Schauen wir uns natürlich auch an. Man sieht es schon, es ist sehr aufgeräumt. Und daran hat auch einen ganz großen Anteil das Infotainment-System, das neue. Es ist insgesamt 8 Zoll groß. Man sieht es hier schon, kann die Fahrzeugeinstellung vornehmen, Navigation, Medien, ist alles natürlich vorhanden. Und natürlich auch gegeben ist die Smartphone-Konnektivität. Das heißt, ausgewählte Apps des Smartphones kann man dann über den Touchscreen bedienen. Die Konnektivität ist möglich über Mirrorlink, Android Auto und Apple CarPlay. Und was auch noch klasse ist, ich liebe es, weil ich möchte es nicht mehr missen heutzutage. Hier ist es nicht nur einfach eine Handyablage, sondern induktives Laden ist möglich. Das heißt kabelloses Laden, wenn das Handy, das Smartphone es unterstützt. Und in Zeiten, wo die Handys wirklich ihren Akku sehr schnell verlieren, möchte ich es wirklich nicht mehr missen. Dann haben wir hier außerdem noch ein sehr schönes Lederlenkrad, ist auch wirklich sehr griffig, liegt gut in der Hand, die Armaturen sehr scharf gezeichnet. Hier oben, das ist alles Softtouch, zieht sich hier auch durch. Dann haben wir wiederum hier Klavierlack, eine schöne Aluminium-Applikation. Dann auch hier in diesem Bereich
Das ist alles Klavierlack mit Plastik. Sieht wirklich gut aus. Und hier natürlich das 4Drive-Logo. Daran erkennt man die Allrad-Version. Und muss dazu sagen, ja, Klavierlack sieht wirklich gut aus, ist aber im Endeffekt auf der anderen Seite kratzempfindlich, staubanfällig und man sieht auch direkt die Fingerabdrücke immer. Aber auf der anderen Seite sieht wirklich gut aus, kann man nicht anders sagen. Die anderen Materialien kommen auch gerne darauf zu sprechen. Und zwar machen wir es mal hier an der Tür hinten. Hier oben, das ist Softtouch, Alcantara, hier wiederum ist Carbonleder. Ist auch wiederum schön weich, Softtouch. Und erst hier unten beginnt das Hartplastik. Und da passt auch wirklich eine Menge rein in die Flaschenhalter. Und auch dieser Bereich am Handschuhfach und der Mittelkonsole, da sprechen wir überall von Hartplastik, das allerdings sehr gut verarbeitet ist. Dann haben wir hier auch ein Handschuhfach, da passt definitiv auch eine Menge rein. So, die anderen Fächer. Da haben wir hier im Endeffekt zwei Becher Flaschenhalter mit einer Rutschfestenablage. Das gleiche gilt für dieses Fach. 12 Volt Anschlusssteckdose. Und hier im Endeffekt ist nicht das größte Fach, aber für Kleingedünst reicht das allemal locker aus. Dann, das finde ich gar nicht mal schade, wenn hier, man kann wirklich den Arm durchstecken, wenn die Hersteller an diesen Stellen einfach mal hier unten drunter das schließen würden. Machen auch einige andere. Da hat man hier ein weiteres Fach. Aber nichtsdestotrotz, das sind jetzt so Kleinigkeiten. Unterm Strich ist das wirklich ein sehr schönes, aufgeräumtes Cockpit mit wenig Knöpfen, eine tolle Materialqualität und hier fühlt man sich einfach wohl. Und wie schon erwähnt, Familien werden auch mit diesem Fahrzeug Spaß haben. Schauen wir uns erstmal den Kofferraum jetzt nochmal an. Ja, die Zündung ist auch eingeschaltet. Die machen wir mal direkt aus. So, ich wollte mir schön die Leuchten gerade haben. So, der Kofferraum. So, was haben wir hier? Was schon als erstes auffällt, ist richtig groß. 587 Liter sind das. Ich zeig's euch mal, Ladevolumen im Normalzustand. Die Ladekante, die ist dazu wirklich niedrig. Und die Ladestufe nach innen, so, eben auch noch einen Blick drauf, man sieht es jetzt hier, ist eben durch den doppelten Ladeboden. Das bedeutet, im Endeffekt schwere Koffer, Getränkekisten oder andere Sachen, die einfach Gewicht haben, die lassen sich wirklich sehr einfach be- und entladen. Dann haben wir hier außerdem noch, man sieht es, im Endeffekt hier stabile Verzurösen aus Metall, gleiches hinten, hier noch ein Gurt und so. Taschenhaken, all das ist vorhanden. Und wenn man die Sitze umklappt, zack, ich mache es jetzt nur mal exemplarisch auf der Seite, dann ergibt sich eine schöne, ebene Ladefläche. Und das Ladevolumen, das steigt auf 1470 Liter an. Das passt eine Menge rein. Der allradangetriebene Seat Leon ST Cooper 300 sieht verdammt heiß aus, ist schnell. Und gleichzeitig ein echtes Familienauto. Mit 39.200 Euro ist er nicht gerade günstig, aber dafür sehr gut ausgestattet und noch immer knapp 5.000 Euro günstiger als der VW Golf R Variant. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns mal einen Daumen hoch bei YouTube freuen und schreibt in den Kommentaren, wie ihr diesen Kompaktsportler findet und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ja.